Zeit vergeht. Uidie. Oh, lady, oh, lady. Nachdem man mich jahrelang immer wieder dazu aufgefordert hat, doch eine Volksbefragung einmal in die Wege zu leiten, glaube ich, jetzt ist der Moment gekommen. Innsbruck, 9. März 1938. Ankündigung der Volksbefragung über Österreichs Unabhängigkeit durch Bundeskanzler Kurt Schuschnigg. Ein letzter Mobilisierungsversuch des Patriotismus. Jetzt will und muss ich wissen, ob das Volk von Österreich, dieses freie und deutsche, unabhängige und soziale, christliche und einige, das heißt keine Parteienzerklüftung duldende, wenn Sie mich jetzt nun fragen würden, haben Sie sich auch Gedanken gemacht, was passieren würde, wenn die Sache daneben geht, müsste ich Ihnen ganz offen gesagt sagen, nein, nicht, weil ich es für völlig ausgeschlossen hielt. Doch die Sache geht daneben. Das im Tiroler Brauchtum erfolgreiche Austreiben des Winters zugunsten des Frühlings sollte auf politischer Ebene scheitern. Denn Hitler ist über die geplante Befragung bereits informiert. Eine Sekretärin im Organisationsbüro war gut getarnte Nationalsozialistin. Sie meldete die Absicht an ihre Kontaktleute, die Hitler umgehend informierten. Der lässt mobilisieren. So sollte in Tirol, wo einst die politische Karriere von Kurt Schuschnigg ihren Ausgang nahm, auch deren Ende eingeläutet werden. Kurt Schuschnigg, Sohn einer in Tirol ansässigen Offiziersfamilie, wird am 14. Dezember 1897 geboren. Zur Schule geht er in Feldkirch, Vorarlberg. Im Jesuitengymnasium Stella Matutina werden katholische Prägungen implementiert. In der Gemeinschaft für das Reich Gottes wirken. Leibesübungen für junge Angehörige der deutschen Volksgemeinschaft. Donaumonarchie und Deutsches Kaiserreich, zwei Imperien. Doch für Schuschnigg ein gemeinsamer Sprach- und Kulturraum. Österreich-Bewusstsein entwickelt er lediglich geografisch und bezüglich der Dynastie. Auch Theaterspielen gehört zur universellen Bildung, etwa Shakespeares Julius Caesar. Vorzugsschüler Schuschnigg hier als Marc Anton. 1915 zieht er freiwillig in den Ersten Weltkrieg, kämpft an der Italienfront und kommt 1919 aus der italienischen Kriegsgefangenschaft heim. Nach Innsbruck, in ein amputiertes, nun republikanisches Tirol. Südtirol ist verloren. Schuschnigg studiert Jus und wird Rechtsanwalt. Ideologischen Halt findet er in der katholischen Studentenverbindung Austria-Innsbruck. Hier festigt sich das bürgerlich-konservative, katholische Weltbild. Wie andere Verbände ist auch die Austria Kaderschmiede für den politischen Nachwuchs. Nach den Nationalratswahlen von 1927 zieht Schuschnigg als jüngster Parlamentarier für die christlich-soziale Partei ins Hohe Haus. Eine Bürgerblock-Koalition steht der großen sozialdemokratischen Opposition gegenüber. Klassenkampfrhetorik mitsamt Antiklerikalismus festigen Schuschnigs ideologische Gegnerschaft. Zum überzeugten Parlamentarier und Demokraten wird er hier nicht. Ein Tiroler im roten Wien. Hier wird marschiert, sozialpolitische Errungenschaften verteidigend.
wie etwa den 8-Stunden-Tag, Kollektivverträge oder die Arbeitslosenversicherung. In Tirol sind die Sozialdemokraten nur ein politisches Biotop, in Wien hingegen eine bedeutende politische Kraft. Gegen sie marschieren die faschistischen Heimwehren. Die einen zu weit rechts und zu wenig katholisch, die anderen zu klassenkämpferisch. Daher wird Schuschnigg 1930 Mitbegründer und bald Führer eines eigenen Verbandes, die Ostmärkischen Sturmscharen. Sie verstehen sich als katholische Ostmarkdeutsche, weihen ihr Leben Gott und dem Kampf für den christlichen Staat. Ich möchte diese Fahne als Sturmpanier der Döblinger Sturmscharen vorangetragen werden. Ende Jänner 1932 wird die christlich-soziale Nachwuchshoffnung im Kabinett Burisch Justizminister. Ein anderer, schon 1931 ministrabel gewordener, steht links neben ihm. Der Niederösterreicher Engelbert Dollfuß als Landwirtschaftsminister. 4 Monate später tritt Karl Burisch zurück. Dollfuß wird Kanzler und übernimmt Schuschnigg als Justizchef in sein Kabinett. Ein recht fragiles Gebilde. Dollfuß regiert parlamentarisch lediglich mit einer Stimme Mehrheit. Neuwahlen wagt man daher nicht. Außerdem legen die Nationalsozialisten 1932 bei Landtagswahlen kräftig zu, primär auf Kosten der Christlich-Sozialen. So häufen sich die Stimmen nach einem autoritären Kurs. Schuschnigg Mitte Juni 1932 in einer Ministerratssitzung in Richtung Parlament. Die Regierung steht vor der Entscheidung, ob sie es weiter verantworten kann, mit dem Parlament zu arbeiten und ob nicht der nächste Kabinettswechsel gleichbedeutend mit der Ausschaltung des Parlaments sein müsste. So geschieht es auch. Anfang März 1933 wird das Parlament nach einer Geschäftsordnungspanne ausgeschaltet. Von Schuschnigg angeregte Notverordnungsmaßnahmen werden nun umgesetzt. Aufmarsch und Versammlungsverbot, Pressezensur, Auflösung des Schutzbundes, Wiedereinführung der Todesstrafe, Ausschaltung des Verfassungsgerichtshofes. Schuschnigg entfernt Sozialdemokraten aus dem Justizdienst. Angekündigte Veranstaltungen der Sozis seien schon nach ihrer Aufmachung als Trotzveranstaltungen anzusehen und daher zu verbieten, meint der Minister. Die Christlich-Soziale Partei, nicht nur im öffentlichen Erscheinungsbild stark mit Kirche und Studentenverbindungen verschränkt, löst sich gleichsam selbst auf, um in einem neuen Verband aufzugehen. Am Festtag der Vaterländischen Front. Diese neue Bewegung anstelle der Partei heißt Vaterländische Front. Die Partei, darüber kann kein Zweifel sein, ist zur katholisch-österreichischen Bewegung geworden. Und sie muss Bewegung bleiben. Muss die Kernzelle der Vaterländischen Front sein. Muss die Sturmbataillone stellen im Rahmen dieser Front. Der Führerstandpunkt muss stärker betont werden und allgemeiner anerkannt sein. Die Türe auf der jungen Generation. Die österreichische NSDAP wird nach einer Reihe von Anschlägen im Juni 1933 verboten. Die Gefängnisse füllen sich mit Nazis und Sozialdemokraten. Schuschnigg macht die Justiz zur willfährigen Komplizin des autoritären Kurses. Ein juristischer Staatsstreich. Das ist ganz im Sinne des außenpolitischen Schutzherrn Benito Mussolini. Der Duce macht seinen militärischen Beistand vom autoritären Regierungskurs abhängig. Österreich ist kein Einzelfall am Weg in die Diktatur. Das Land ist zunehmend von Diktaturen umgeben. Demokratien werden in Europa in den 30er Jahren zum Minderheitenprogramm. Es lebt Österreich! Zum Zeichen der besonderen
engen Verbundenheit. Der Hauptverhandler des Konkordats steht hinter Bundespräsident Miklas und Papst Pius XI. Ab Mai 1933 ist Schuschnigg auch Unterrichts- und Kultusminister. Mit dem Konkordat wird Religion für katholische Schüler Pflichtfach. Ebenso Pflicht Schulgebet und Gottesdienstbesuche. Verordnete vaterländisch-katholische Pädagogik als Kontrapunkt zu roten Gesamtschulträumen und der aggressiven Indoktrination der Nazis. Wer aus der Kirche austritt, kann vorgeladen werden, um festzustellen, ob er klaren Sinnes sei. Als Unterrichtsminister ist Schuschnigg auch der oberste Lehrherr seines 1927 geborenen Sohnes. Man fällt es, mein Vater war ein sehr disziplinares Verhältnis. Er war ein großer Mann, der keine große Geduld mit einem Kind gehabt hat. Und erwartet hat, dass das Kind alles kann, was er auch gekonnt hat. Und so. Ich habe eher Angst gehabt vor ihm. Schuschnigg ist auch Dienstherr seines jüngeren Bruders Arthur. Er arbeitet seit 1932 im Radio, in der RAWAG, und ist für Konzert- und Opernübertragungen zuständig. Und zwar wurde das kurios gemacht und es sind Direktübertragungen gewesen, wo man die Platten alle 5 Minuten ungefähr wechseln musste. Er hat das so gemacht, dass er die Partitur mitgelesen hat. Dort hat er einen Strichel drin gehabt und hat sich einen Kreidestrich auf die jeweiligen 2 Platten gemacht, sodass sich beim Übergang möglichst die Takte nicht überschnitten haben. Das ist natürlich ziemlich schwierig, weil man verhindern musste, dass die Platte schon in der normalen Geschwindigkeit läuft, die zweite Platte, und nicht so ein Effekt kommt. Bruder Kurt macht klar, dass sich das Radio in den Dienst der Regierung zu stellen habe. Mit der Ausschaltung des Parteiwesens darf und muss auch der Rundfunk vom Staate zu seinem Zweck im erhöhten Maße herangezogen werden. Ein so geleiteter Staat muss sich des Rundfunks bedienen. Wir sind deshalb gewillt, den Rundfunk innerhalb vernünftiger Grenzen als ein Instrument der Staatsführung zur Aufklärung, zur Mahnung, zur unerschrockenen Verteidigung der Wahrheit und zu begeistertem Aufruf zu benutzen. Endgültig zum parteilosen Staat wird Österreich mit der Ausschaltung der Sozialdemokratie nach dem Bürgerkrieg vom Februar 1934. Justizminister Schuschnigg verteidigt standrechtliche Hinrichtungen teils schwer verletzter Februarkämpfer. Begnadigt wird keiner. Am 1. Mai 1934 marschieren nun nicht mehr die Sozialdemokraten, sondern die Berufsstände vom Wiener Rathaus über die Ringstraße. Gleichzeitig tritt die neue Verfassung in Kraft. Im Namen Gottes des Allmächtigen, von dem alles Recht ausgeht, erhält das österreichische Volk in seinem christlichen deutschen Bundesstaat auf ständischer Grundlage diese Verfassung. Das festigt die Stellung des Katholizismus auch im öffentlichen Raum. Und wer nicht der Vaterländischen Front beitritt und zu ihrem Zeichen dem Krokenkreuz steht, hat es bei der Jobsuche recht schwer. Dollfuß und Schuschnigg meinten, die Sozialdemokratie trage den Klassenkampf in eine an sich harmonische Gesellschaft. Doch das Ziel des gesellschaftspolitischen berufsständischen Gegenmodells, einen auf Harmonie gebauten gemeinsamen Interessensverband von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu schaffen, sollte in Ansätzen stecken bleiben. Dollfuß ist für Schuschnigg Beschützer vor den Heimwehren, die Schuschnigs Sturmscharen als paramilitärische Konkurrenz betrachten. Dollfuß schätzt Schuschnigs intellektuelle Fähigkeiten und seinen juristischen Rat. Doch der Kanzler sollte lediglich 3 Monate über seinen autoritären Staat herrschen.
Am 24. Juli 1934 wird Dollfuß von Nazi-Putschisten ermordet. Der Nachfolger im Trauerkondukt. Sterbend hatte ihn Dollfuß mit seiner Vertretung betraut. Nicht Abschied nehme ich heute von dir. Auch Vizekanzler und Heimwehrchef Starnberg hegt Hoffnung auf die Nachfolge. Doch Bundespräsident Miklas will keinen Faschisten als Kanzler. Mit 36 Jahren ist Schuschnigg der jüngste Regierungschef der Zwischenkriegszeit. Zwar hat mein Vater gesagt, der größte Fehler von ihm war, dass er 1934 nach dem Dollfuß-Mord nicht sofort eine Abstimmung gemacht hat. Weil die sicherlich eindeutig für Österreich gewesen wäre. Weil damals war eine Entrüstung im ganzen Land. Schuschnigg ist nun Bannerträger des politischen Erbes. Der ermordete Kanzler thront fortan als heiliger Beschützer über dem Staat. Der Dollfuß-Kult, politische Verpflichtung und Korsett zugleich. In hartem Kampfe gegen übermächtige Gegner. Des Kanzlers Dollfuß Willen sei auch der unsrige. Ich habe schon vor vielen, vielen Jahren festgestellt, dass diese Fokussierung auf den heiligen Dollfuß ein fataler politischer Fehler war, der wirklich direkt in den März 38 geführt hat. Weil erstens kann uns der heilige Dollfuß nicht wirklich aus den politischen Realitäten heraushelfen. Und zweitens ist neben diesem Kult ein anderes politisches Modell gar nicht möglich gewesen, sich zu entwickeln. Und das hat eigentlich der Schuschnigg auch merkwürdig ausgedrückt, dass er eigentlich Gefangener dieses Systems, dieser Ideologie und dieser Personen war. Totengedenken als politische Existenzsicherung. Sichtbar an den vielen Dollfuß-Gedenkstätten, etwa der Kapelle auf der Hohen Wand in Niederösterreich. Dieses Martal hingegen erinnert an eine tragische Wende im Leben der Familie Schuschnigg. Am 13. Juli 1935 prallt der Dienstwagen, gesteuert vom Chauffeur, bei Ebelsberg nahe Linz gegen einen Baum. Wie man mich herausgezogen hat aus dem Wagen, kann ich mich genau erinnern, wie meine Mutter von zwei Männern, weiß nicht, wer das war, getragen wurde zu einer anderen Seite. Und ich habe da schon das Gefühl gehabt, dass sie nicht mehr lebt. Obwohl man mir das als Kind nicht gesagt hat damals. Und ich einfach, ja, die Mutti ist gut, alles ist fein. Papa ist auch fein, der ist nur herausgeflogen und weiter nichts passiert, Gott sei Dank. Aber sie ist halt mit dem Hinterkopf gegen das Dach und das Stahldach hinten hat sie das Knick gebrochen beim Rausfliegen. Was ist passiert? Der Chauffeur ist wahrscheinlich eingeschlafen am Steuer durch seinen Alkoholkonsum die Nacht bevor. Hermann Schuschnigg ist am Hietzinger Friedhof begraben. Politisch sollte sich Kurt Schuschnigg von einer Erbschaft seines Vorgängers langsam befreien. Dollfuß hat sich mit Haut und Haaren der Heimwehr verschrieben. Schuschnigg hat genau gewusst, dass die Heimwehr ihn umbringt. Und es ist nachweislich eine ganz zähe, langsame Taktik Schuschnigs gewesen, die Heimwehr ein bisschen in ihre Bedeutung zurückzudrängen, ja schließlich auch aufzulösen. Die von Dollfuß geknüpfte enge Italienbindung versucht Schuschnigg zugunsten besserer Beziehungen zu den Westmächten zu lockern. Doch nach Mussolinis Abessinienfeldzug stimmt Österreich im Völkerbund gegen die Wirtschaftssanktionen. Das fördert die außenpolitische Isolation. Im Februar 1935 besucht er Paris und London. Man erkundigt sich nach einer möglichen Rückkehr zum Parteienstaat. Das lehnt Schuschnigg ab.
Das von ihm erhoffte Beistandsbekenntnis im Fall bedrohter Unabhängigkeit bleibt jedoch aus. Dr. Schuschnigg, the Austrian Chancellor, the Buckingham Palace. Was bleibt, sind Sympathieerklärungen. Österreich sollte in den Schuschnigg-Jahren immer mehr vom Subjekt zum Objekt der Außenpolitik werden. Es ist nun einmal so, dass der einzige, sagen wir, starke Freund, der uns helfen konnte, der mit großen Sympathiekundgebungen, die wir auch auf Englisch und Französisch bekommen haben, damals war uns ja wenig geholfen. Der wirkliche Freund, der uns helfen konnte, war der Nachbar, und das waren die Italiener. Dieses Interregnum hat schon lang genug gedauert. Was für Interregnum, um was tut sich's drehen? Unser guter Kaiser kommt zurück. Verstehst? Uns wird sehr verdrossen, diese Status quo. Unser einer hat doch durch Geburt verbriefte Rechte. Und auf die muss man pochen. Ja, bitte, wieso? Unser guter Kaiser kommt zurück. Im Sommer 1935 sind nicht nur die Italiener verdrossen. Schuschnigg hebt das Habsburger Gesetz von 1919 auf. Güter wie etwa das Schloss Laxenburg und konfisziertes Vermögen werden rückerstattet. Die Landesverweisung aufgehoben. Ehemalige Kronländer protestieren, befürchten die Wiedereinführung der Monarchie. Zwei Jahre später sollte Otto Habsburg dem Kanzler das Angebot machen, ihm die Regierung zu übertragen. Das lehnt Schuschnigg ab. Er muss platonischer Monarchist bleiben. Das hat seine Gründe. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Wiedereinführung der Monarchie. Für Hitler einer von vielen konstruierten Einmarschgründen. Während Schuschnigg nach langen Verhandlungen mit den Westmächten 1936 die allgemeine Wehrpflicht einführen darf, uniformiert Hitler ohne Konsultationen ein ganzes Volk. Schuschnigg will Ausgleich und Dialog, handelt defensiv, ist bedeutend kompromissbereiter als mit den Sozialdemokraten. Keine Versöhnung jedoch soll es mit der NSDAP und der NS-Ideologie geben. Eine fatale Irrung. Nein, meine Herren, der Führer ist die Partei und die Partei ist der Führer. So. Der im Juli 1936 zwischen Wien und Berlin paktierte Friedensschluss ist in Wahrheit Hitlers erster Etappensieg. Für die Anerkennung der Unabhängigkeit wird Edmund Gleß-Horstenau Minister, um braune Interessen in der Regierung zu vertreten. Neben Sozialdemokraten und Kommunisten werden etwa 16.300 inhaftierte Nazis amnestiert. Das stärkt die Kraft der braunen Bewegung. Ab dem Juli-Abkommen 1936 ist es ein permanenter Prozess des Verlusts österreichischer Selbstständigkeit und des steigenden Einflusses des nationalsozialistischen Deutschland und der NSDAP. Hitler hatte nach dem Dollfuß-Mord seine Österreich-Politik geändert. Machtwechsel durch personelle Unterwanderung statt durch Mord und Terror. Da Kanzler Schuschnigg und Bundespräsident Miklas eher bereit sind, mit gemäßigten katholischen Nazis wie Edmund Gleiß-Horstenau oder dem Wiener Rechtsanwalt und Katholiken Arthur Seyß-Inquart zu verhandeln, wird die Strategie der Aushöhlung um sie herum konzipiert. Hitler setzt aber auch auf die Macht der Straße. Dieses effektive Kampfmittel wird im Februar 1937 deutlich. Beim Wien-Besuch des deutschen Außenministers Neurath. Hier auf der Fahrt durch die Wiener Maria-Hilfer-Straße. Die anhaltende Wirtschaftskrise tut das ihre. Glücklich ist, wer Arbeit hat. Denn die strikte, von Völkerbund und Kreditgebern verordnete Hartwährungspolitik wird eisern fortgesetzt. Das bedeutet Senkung der Sozialausgaben und der öffentlichen Investitionen, Kürzung von Löhnen, Pensionen und Arbeitslosengeld, Massenarbeitslosigkeit und Massenverelendung. Vom Klassenkampf noch immer reden wollen. Ablehnung begegnen auf allen Seiten. Hey.
Gleichzeitig präsentiert sich Schuschniks Kanzlerdiktatur als Trachten-Open-Air, brauchtumsverwurzelt, glaubensverwurzelt. Ein nach rückwärts gerichtetes Folklore-Konstrukt, das mit Habsburger Verklärung Österreich-Bewusstsein aufzubauen versucht. Der Ständestaat, für die meisten Österreicher mehr Zwang und inszenierte Anpassung als ideologische Überzeugung. Die Stimme, die ihr früher gehört habt, die Stimme Teufels verpflichtet. Sieg oder Tod im Morgenrot des neuen Österreich. Hier kommt Gott. Schuschnigg, ein Intellektueller, distanziert und zurückhaltend. Die Popularität seines Vorgängers erreicht er nicht. Dazu fehlt die Neigung zur Volkstümlichkeit. Seinem Staat fehlt die integrative Kraft. In der Vaterländischen Front grüßt man sich mit Frontheil. Der Chef heißt Führer oder Frontführer. Die Front marschiert. Im Bericht Front liegt etwas Militantes. Also nicht fragen, warum, woher, weshalb. Du lässt es dorthin gehen, wohin der Führer führt. Österreichisches Jungvolk marschiert, Hitlerjugend marschiert. Österreichische Stahlhelme, deutsche Stahlhelme. Österreichisches Frauenbild, deutsches Frauenbild. Österreichischer Arbeitsdienst marschiert, deutscher Arbeitsdienst marschiert. Ähnliche Choreografien, unterschiedliche Machtmittel. Die Gemeinsamkeit, Marschieren und die Militarisierung der Köpfe braucht man diesen Generationen nicht mehr beizubringen. Soll ein Riesenberg zeigen! 1000 Jahre österreichische Geschichte. Österreich versucht, Hitlers Führerstaat zu imitieren, in der Hoffnung, dem Nationalsozialismus damit den Wind aus den Segeln zu nehmen. Kommt nicht alles darauf an. Das bringt jedoch nicht Abgrenzung und wachsendes nationales Selbstbewusstsein, sondern gerade das Gegenteil. Schicksal der Front ist Schicksal Österreichs. Ein Botschaft führt uns an. 12. Februar 1938. Schuschnigs größte Demütigung. Das Treffen mit Hitler am Obersalzberg. Hitler presst ihm unter anderem das Zugeständnis ab, den Nationalsozialisten Seyß Inquart zum Innenminister zu machen. Er war nahe am Nervenzusammenbruch, wenn er zurückgekommen ist vom Hitler. Er ist behandelt worden wie ein Schulbub. Er hat ihn angeschrien und er hat gesagt, ja, Sie sind ein Schlappschwanz oder was er ihm gesagt hat. Mit Innenminister Seyß Inquart sind die Schleusen geöffnet. Damit fällt eigentlich das NSDAP-Verbot. Auf den zunehmenden Druck von außen und die beginnende braune Revolution von innen antwortet Schuschnigg am 24. Februar 1938. Maßgebend muss bleiben der feste Wille des österreichischen Volkes und die unabänderliche Überzeugung seiner verantwortlichen Führung, dass unser Österreich Österreich bleiben muss. Bis in den Tod! Die für den 13. März geplante Volksbefragung, überhastet vorbereitet von Guido Zernato, dem Generalsekretär der Vaterländischen Front. Offene Abstimmung, keine Nein-Stimmzettel, Gruppenabstimmungen, Kontrolle durch die Vaterländische Front. Wir sind beide übereingekommen, dass natürlich wesentliche Punkte abgeändert werden müssen, dass das Stimmrecht der Beamten nicht wie vorgesehen gruppenweise in ihren Ämtern ausgeübt werden sollte, dass Ja- und Nein-Stimmzettel zur Verfügung stehen müssen, dass die staatliche Exekutive Kontrolle behält und so weiter. Das war alles festgelegt. Festgelegt war auch die Betonung Österreichs als zweiter deutscher Staat. Daher Unterstreichung auch des deutschen Charakters Österreichs. Gegrüßt in unseres deutschen Handwerks Namen, im Geist der Eintracht, der zusammenhält.
Die Österreicher verstehen ein friedliches Nebeneinander zweier deutscher Staaten und wissen nicht, wie sie dem so quasi einen eigenständigen österreichischen Gedanken entgegenstellen können, weil man ja ständig gesagt hat, wir sind ja Deutsche, nicht? Wir sind nicht Deutsch-Deutsche, sondern Österreichisch-Deutsche, aber wir sind Deutsche. Und ich glaube, dass das die große Falle war, in die vor allem Schuschnigg gegangen ist, dass er bei der Parole ein Volk, ein Reich zustimmen konnte, aber bei der Parole ein Volk, ein Reich, ein Führer nicht. Und er war der Meinung, er könne das auseinanderhalten. Er spricht auch immer wieder von einem zweiten deutschen Staat und von den zwei deutschen Staaten, die nebeneinander existieren können. Und versteht nicht, dass die Parole ein Volk, ein Reich, ein Führer dieses Nebeneinander einfach wegwischt. Österreichs wohl vorbereiteter Untergang beginnt mit der angekündigten Volksbefragung und wachsenden Gegendemonstrationen der Nazis. Die Sozialdemokraten identifizieren sich mit einem Votum für die Unabhängigkeit, nicht aber mit einem für das Regime. Am 11. März beginnt die telefonische Eroberung des Bundeskanzleramtes. Hermann Göring, Telefonregisseur am Berliner Feldherrenhügel, erkennt die Chance, merkt die Defensive am Wiener Ballhausplatz. Am anderen Ende der Leitung Edelkomparse und Befehlsübermittler Arthur Seyß-Inquart. Die Zeit der Ultimaten beginnt. Das Votum ist bis 14 Uhr abzusagen. Sonst müssten Gles Horstenau und er zurücktreten. Um 22 Uhr kommt Seyß wieder, nachdem ich ihm erklärt habe, bitte, was ihr also ultimativ gefordert habt, Volksbefragung verschoben, ist angenommen. Dann sagt er, bitte, ich gebe es nach Berlin weiter. Kommt dann zurück nach etwa einer Viertelstunde, erklärt, da habe ich mit Göring telefoniert. Göring habe ihm erklärt, er soll ein bisschen am Telefon warten, der Führer sei nebenan. Nach 5 Minuten sei Göring wiedergekommen und habe erklärt, abgelehnt. Der militärische Einmarsch in Österreich ist nur zu verhindern, wenn Seyß-Inquart zum Bundeskanzler ernannt wird. Ans Ausland gerichtete telefonische Hilferufe von Schuschnigg und Außenminister Guido Schmidt bringen Betrübliches. Frankreich steckt selbst in einer Regierungskrise. England, um Frieden mit Hitler bemüht, betrachtet den Konflikt als innerdeutsche Angelegenheit. Und Mussolini steht bereits auf Hitlers Seite. Eine direkte Verbindung mit Mussolini kam nicht zustande, weil er nicht erreichbar war. Das hat sich mittlerweile eindeutig herausgestellt, dass er Hilfe von außen, und zwar von keiner Seite, zu erwarten stand. Während draußen die Revolution von unten beginnt, wird im Kanzleramt auch militärischer Widerstand beraten. Das Bundesheer wäre zwar verlässlich, heißt es, doch Bewaffnung und Munition reichen nur für 2 Tage. So macht Schuschnigg die angeordnete Mobilisierung rückgängig. Es soll nicht unnötig deutsches Blut vergossen werden. Ich glaube, dass hier jetzt etwas ganz charakteristisch, psychologisch sehr Interessantes passiert ist, dass eben dann doch dieses gemeinsame Deutschtum letztlich den Ausschlag gegeben hat, auch diesen symbolischen Widerstand nicht zu leisten. Schließlich, um eine lange und traurige Sache zu schließen, Einvernehmen mit dem Herrn Bundespräsidenten und anderen politischen führenden Personen. Wir gehen an die Öffentlichkeit. Radio. Letzte Botschaft des alten Systems. Wir weichen der Gewalt, Nummer 1. Zweitens, an den verbreiteten Meldungen über Unruhen in Wien ist kein wahres Wort. Es ist Gott sei Dank kein Blutstropfen geflossen. Und soweit es auf uns ankommt, soll auch weiter keiner fließen. Das war so beiläufig der Inhalt. Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, den österreichischen Volk mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen. So verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volke mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch. Gott schütze Österreich!
Das ist für mich eigentlich das Dilemma der ganzen Ersten Republik. Er verabschiedet sich mit einem deutschen Wort, aber Gott schütze Österreich. Und dieser Dualismus, dieses Nebeneinander, das wissen wir heute als diejenigen, die die Geschichte erlebt haben, dass das eine der katastrophalsten politischen Selbstmordaktionen mental, politisch, sozial, wirtschaftlich war, die Österreich jemals gemacht hat. Aber damals war das als solches nicht verstanden. Am 11. März hat Schuschniks Bruder Arthur in der RAWAG Abenddienst. Also nach der Rede meines Onkels hat mein Vater gewusst, dass seine Karriere im Rundfunk natürlich auch beendet ist und hat noch den zweiten Satz von den Heidenvariationen zur Kaiserhymne aufgelegt und die ja auch Bundeshymne war damals und hat seine Sachen zusammengepackt und ist nach Hause gegangen. Dann war er anderthalb Jahre arbeitslos und hat erst in den 40er Jahren dann die Begründung der fristlosen Entlassung schriftlich bekommen von der RAWAG, und zwar mit der Begründung, dass er zu viele jüdische Sänger im Rundfunk auftreten hat lassen. Man hat überhaupt keine Freunde mehr gehabt, niemanden, an dem er sich halten konnte. Dem erzwungenen Rücktritt folgt Hausarrest. Kurt Schuschnigg mit seinem Vater beim bewachten Spaziergang im Garten seines Hauses. Ende Mai wird er ins Gestapo-Gefängnis am Wiener Morzinplatz gebracht. Er hat einen Strohsack gehabt, kein Bett. Und wenn er aufs Klo gegangen ist, ist der Wachter neben ihm gestanden. Ne? Und die Misshandlungen, so, man muss mit seiner Zahnbürste die Kloschüssel waschen, putzen und solche Sachen machen, so Schikanen und sich nachher die Zähne putzen damit. Die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen, damals Todeszone nahe Berlin. Nach Gestapohaft in Wien und München wird Schuschnigg Anfang Dezember 1941 hierher deportiert. Untergebracht in einem von übrigen Lager durch Mauern getrennten Prominentenblock. Hier befanden sich die kleinen, mittlerweile weggerissenen Häuser, bestehend aus Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Küche und Gemüsegarten. Sie haben über 80 Kisten, alles unser Mobiliar und sogar mein Vater Schreibtisch, seine Bibliothek, alles nachgeschickt nach Berlin. Und es ist faktisch 4 Jahre in seinen eigenen Wänden gefangen gewesen da. Man ist es nie misshandelt worden, nie hat man ihm außer mal ein österreichischer Nazi vom Turm, vom Wachturm, der neben, gleich daneben war, der ihn erkannt hat, hat unflätige Sachen hinuntergerufen. Für prominente Häftlinge besteht keine Arbeitspflicht. Schuschnigs zweite Frau Vera wird die freiwillige Mitgefangenschaft gestattet. Sohn Kurt darf in den Sommerferien kommen. Vom ersten Stock des kleinen Hauses wird er mehrfach Zeuge der Brutalität gegenüber den Häftlingen. Laufende Sachen, wie Leute zusammenbrechen, ihr Mageninhalt herausquillt, wenn die hineinsteigen, wenn Stiefel hineinsteigen. Das war furchtbar. Die sind faktisch umgebracht auf der Straße vor deinen Augen. Nach der Befreiung im April 1945 ist die Rückkehr nach Österreich vorerst keine Alternative. Vertreter der ÖVP, der Nachfolgepartei der Christlich-Sozialen, meinen, Schuschnigs Heimkehr
könne man dem neuen sozialistischen Koalitionspartner nicht zumuten. Das war für ihn das Schlimmste in seinem Leben, dass er von seinen eigenen Leuten verleugnet wird oder verbannt wird. So brechen die Schuschnicks, nachdem sie 2 Jahre in Italien gelebt hatten, nach Amerika auf. St. Louis, Missouri, im Mittelwesten, wird ab 1948 das neue Zuhause. Hier schließt sich auch ein Kreis. Vom Schüler im Jesuiteninternat Stella Matutina zum Professor auf der Jesuitenuniversität in St. Louis. Vermittelt durch einen Innsbrucker Freund, der ebenfalls hier unterrichtet. Schuschnigg lehrt europäische Geschichte, Politik und Staatswissenschaften. Schuschnigg war ein gut aussehender Mann, der aufgetreten ist, als würde er vom Militär kommen. Militärisch war auch seine aufrechte Haltung und sein Gang. Er war vornehm, immer vornehm. Das ist wohl das Wort, das ihn am besten beschreibt. Vornehm und nicht so sehr reserviert, aber man wusste, dass er keiner war, der einfach nur herumscherzte. Über seine Jahre als Bundeskanzler referiert Schuschnigg in den Vorlesungen nur Daten und Fakten, jedoch keine politischen Analysen. Dr. Schuschnigg war von Anfang an immer sehr zurückhaltend, wenn es um ihn persönlich ging. Nur ganz selten hat er sich auf vergangene Ereignisse bezogen, wenn etwas in der Gegenwart seine Erinnerung hat wach werden lassen. Generell wurde seine Person aber nicht zum Thema gemacht. Ich habe ihn dafür bewundert, mit welcher Ruhe er über Ereignisse gesprochen hat, die ihn intensiv beschäftigt haben müssen. Es war unbestritten, dass er versuchte, nicht zu werten und so objektiv wie möglich zu sein. Im Dezember 1956 erhalten seine Frau und er die amerikanische Staatsbürgerschaft. 11 Jahre später, 1967, nimmt er Abschied von der Universität und von den Vereinigten Staaten. Nach knapp 20 Jahren in Amerika kehrt Schuschnigg nach Österreich zurück, nach Mutters, nahe Innsbruck. Den Ort kennt er seit seiner Kindheit. 1962, noch während seines US-Aufenthaltes, wurde ihm eine monatliche Kanzler- und Ministerpension von rund 15.000 Schilling zugesprochen. Das wären damals 6.600 Euro gewesen. 1963 bekam er auch die bereits nach Kriegsende beantragte Entschädigung für die Haft während der NS-Zeit. Seine Publikationen kreisen überwiegend um die Ereignisse im März 1938. Kritische Selbstreflexionen finden sich nur in Spurenelementen. Wenn Sie mich heute fragen, ob ich mich schuldig bekennen würde, so würde ich ohne jede Arroganz mit einem glatten Nein antworten, weil ich das Gefühl habe, das Beste getan zu haben, was gemacht werden konnte. Sicher mit Fehlern. Wer macht keine? Es war ein Fehler, gar keine Frage, dass man nicht früher eine solche Volksabstimmung gemacht hat. Eine echte Volksabstimmung, nicht eine Volksbefragung. Eine echte Volksabstimmung, zum Beispiel über die Verfassung. Bis zu seinem Tod im Jahr 1977 lebt er in Mutters. Hier ist er auch begraben. In Schuschnigs idealisiertem Deutschtum hatte das Österreichische zu wenig Platz. Er hoffte auf Ausgleich, wo es nur politische Unterwerfung gab.
Das diktatorische Erbe Ständestaat vermochte er nicht zu demokratisieren. Dazu war er zu wenig Demokrat. Hätte er es getan, wäre das wohl von Hitler als Volksfrontregierung denunziert worden, die zum Einschreiten nötigt. Keine wie immer geartete verfassungsmäßige Gestaltung des Staates, kein Parlamentarismus welcher Art auch immer, hätte das an dem Willen der deutschen Expansion, der Annexion zentraleuropäischer Staaten, nicht nur Österreichs, nicht die Spur geändert. Ich bewerte ihn dadurch, dass er für Österreich die Erhaltung des Staates gekämpft hat und hat verloren gegen Hitler und keiner hat ihm geholfen. Und im Nachhinein waren es viele Besserwisser da gewesen. Im innenpolitischen Bereich hätte es Versuche geben sollen und müssen, das kann man jetzt im Nachhinein sagen, was immer einfach ist, mit patriotischen Gruppen der Linken früher ins Einvernehmen zu kommen, was ja dann ganz am Schluss in den letzten Wochen ja gelungen ist zum Teil. Es ist sehr schwierig, Schuschnigg zu begreifen. Er ist ein junger, sehr unerfahrener Politiker eigentlich und kriegt in einer extremen Krisensituation die Macht in die Hand. Und das klingt jetzt etwas merkwürdig, er ist für meine Begriffe überhaupt kein politisch denkender Mensch. Das heißt, Politik als Erkennen des realen Möglichen war ihm verschlossen. Und nun bewegt sich Schuschnigg immer einerseits zwischen der Intellektualität des Begreifens, von Durchschauens von Dingen und der Unfähigkeit, politisch zu handeln. Es geht eigentlich darum, dass Schuschnigg in einer psychischen und politischen Ausnahmesituation steht und das Instrumentarium für die Bewältigung nicht hat.